Wenn das, was euer Baby in den Mund nimmt, so natürlich wie möglich sein soll, ist der Grünspecht Biobeißring eine gute Wahl. Ob Elefant oder Fisch, der Beißring besteht zu 100% aus Naturkautschuk und ist damit natürlich weich und frei von chemischen Weichmachern und Farbstoffen. Das stellte auch Ökotest in seinem letzten Beißringtest, 10/2020, fest und bewertete den Grünspecht mit der Testnote sehr gut. Die Zahnungshilfe ist so geformt, dass euer Baby damit seine Schneide-, Eck- und Backenzähne gut erreichen kann. Die genockte Oberfläche massiert das Zahnfleisch zusätzlich. Babys lieben den Grünspecht-Beißring, weil er so weich und beweglich ist und wunderbar in den Mund passt. Zunächst hat Naturkautschuk einen leichten Eigengeruch, doch das scheint die Kleinen nicht zu stören. Zumal der Geruch mit der Zeit verfliegt. Die einzige Kritik, die Eltern in ihren Kundenrezensionen äußern, ist, dass der Beißring schnell allerlei Fussel anzieht. Doch diese lassen sich einfach mit warmem Wasser abwaschen. Sophie La Giraffe erfreut Babys seit über 50 Jahren damit, dass sie nach Herzenslust auf ihren Ohren, Hörnern und Füßen herumkauen können. Zuletzt war die Quietschgiraffe von Vully in Verruf geraten, weil sie nach längerem Gebrauch von innen zu schimmeln beginnt. Das kann beim Sophie La Giraffe So Pure Beißring nicht passieren. Er besteht genauso zu 100% aus Naturkautschuk, hat jedoch keinen Hohlraum. Dafür sind die Ringe für Babys leicht zu greifen und mit Rillen und Noppen ausgestattet, die angenehm das Zahnfleisch massieren und so den Zahnungsschmerz lindern. Bei Ökotest schnitt der So Pure Beißring von Vully sehr gut ab. Der Sophie La Giraffe Beißring auf einen Blick. Das sagen Eltern, der Sophie La Giraffe Beißring passt sehr gut in Babyhände und wird von Kindern gerne bearbeitet, drehen, wenden, biegen, beißen. Die Giraffe macht alles mit. Auch wenn einige Eltern in ihren Bewertungen kritisieren, dass der Beißring nicht so weich ist wie erwartet und zunächst einen starken Eigengeruch hat. Der typische Kautschukgeruch verfliegt jedoch mit der Zeit und ist für Kinder unbedenklich. Dafür können Eltern sicher sein, dass der Naturstoff keine chemischen Schadstoffe enthält. Der Mamm-Cooler Beißring für Babys ab 4 Monaten ist Greifling und Beißring in einem. Mit seinem babyfreundlichen Design in kräftigen Farben und den unterschiedlichen Oberflächenstrukturen ist er nicht nur eine Zahnungshilfe, sondern fördert auch Tast- und Sehsinn der Kleinen. Ein Teil des Cooler Beißrings ist zudem mit Wasser gefüllt. Im Kühlschrank gekühlt, wirkt das angenehm schmerzlindernd auf das geschundene Zahnfleisch von Zahnendenbabys. Das Kühlteil ist so geformt, dass Kinder damit auch ihre Backenzähne gut erreichen können. Der Mamm-Cooler Beißring auf einen Blick. Das sagen Eltern, mit fast 5000 überwiegend positiven Bewertungen auf Amazon gehört der Mamm-Cooler Beißring zu den beliebtesten im Test. Eltern loben die Form und die unterschiedlichen Oberflächenhärten und Strukturen, die das Baby dazu einladen, es mit all seinen Sinnen zu erforschen. Der Beißring wird als hilfreiche Zahnungshilfe empfohlen, die jedoch wegen des empfindlichen Wasserkühlteils nicht ausgekocht werden darf. Mit seinem lustigen, farbenfrohen Design spricht der Dancing Monkey Beißring aus lebensmittelechtem Silikon nicht nur die Juckende-Kauleiste eures Babys, sondern auch seinen Seh- und Tastsinn an. Der Affe mit den verschiedenen Noppen und Rillen lässt sich nach Belieben verbiegen und in den Mund schieben. So beruhigt er das schmerzende Zahnfleisch und befriedigt die Entdeckerlust eures Babys. Die Noppen an der Kopfrückseite eignen sich gut für die ersten Zahnputzversuche mit Zahnpasta oder zum Auftragen von beruhigendem Gel bei starken Zahnungsschmerzen. Dieser geniale Affe ist perfekt für kleine Babyhände, dementsprechend beliebt ist er bei den Kleinen. Die Großen loben die Haltbarkeit und den geringen Pflegeaufwand dieses Beißrings. Trotz des relativ hohen Preises empfehlen Eltern ihn begeistert weiter. Die Jollein-Beißrassel aus Holz und gestrickter Baumwolle besteht nicht nur aus natürlichen Materialien, sie ist auch noch so niedlich designt, dass sie nicht nur Babys, sondern auch ihre Eltern entzückt. Damit ist der Beißring ein schöner Hingucker im Kinderbett oder Kinderwagen und eine plastikfreie Alternative zum Verschenken zur Geburt oder zur Taufe. Der Holzring passt gut in kleine Babyhände und eignet sich gut zum Beißen, wenn das Zahnen beginnt. Das niedliche Stofftierchen bietet den Kleinen einen weichen Sinneskontrast zum harten Holz und macht interessante Geräusche, wenn die Rassel gedrückt wird. Süßes Design, glattes,
gut verarbeitetes Holz und ein angenehm, weiches Stofftierchen. Die meisten Nutzer sprechen eine klare Kaufempfehlung für die Jolline-Beißrassel aus, die bei Babys und Eltern gut ankommt. Nur einige wenige von über 100 Kundenrezensionen bei Amazon erwähnen eine Enttäuschung wegen der Verarbeitung. Ein Beißring aus Holz oder Silikon? Warum nicht einfach ein Mix aus beidem, wie beim Hey You Lotus Greifling? Der Holzring ist stellenweise ummantelt mit genobtem Silikon und einem niedlichen Silikonfuchskopf. So hat euer Baby zwei unterschiedliche Materialien zum Befühlen und kann sich das aussuchen, was für seine empfindliche Kauleiste gerade angenehmer ist. Wenn ihr den schadstoffgeprüften Beißring im Kühlschrank aufbewahrt, kühlt das kalte Silikon im Anschluss angenehm das Zahnfleisch eures Zahnendenkindes. Der Hey You Lotus Beißring auf einen Blick. Ein schöner, solider Beißring, der es den Kleinen ermöglicht, gleich zwei Materialien mit Fingern und Mund zu entdecken. Auch das Baby Einstein Tieferpiller gehörte zu den Testsiegern des letzten Beißringtests von Ökotest 10/2020. Genau wie der Grünspecht Bio-Beißring und die Sophie La Giraffe Zahnungshilfe schnitt auch dieses Babyspielzeug im Test sehr gut ab und ist damit zuverlässig belastbar und garantiert schadstofffrei. Besonders schön an dem Baby Einstein Beißring sind das große wassergefüllte Kühlelement mit den unterschiedlichen Oberflächenstrukturen und das farbenfrohe Design. Die bunte, freundliche Raupe ist was fürs Auge und lässt sich dazu noch gut in der Hand halten. Diejenigen, die nicht von der Größe des Baby Einstein Tieferpiller Beißrings überrascht wurden, loben vor allem die schadstofffreien Materialien und das große Kühlelement, das größeren Babys beim Zahnen Erleichterung verschafft. Auch die Farben sind toll und bei Kindern sehr beliebt. Allerdings bemängeln einige Eltern in ihren Bewertungen, dass die Kunststoffraupe mit Schrauben befestigt ist und sich hier in den Rillen leicht Schmutz sammeln kann. Wenn die Backenzähne kommen, kann das für Kinder besonders schmerzhaft sein. Der Mumbite und Amp Relax Phase 2 Mini Beißring wurde speziell für diese Phase des Zahnens entwickelt. Mit seiner dreidimensionalen Form bietet er Babys ab 4 Monaten verschiedene Beißmöglichkeiten, um das schmerzende Zahnfleisch im hinteren Mundraum zu beruhigen. Dafür bietet der Beißring 4 verschiedene Oberflächentexturen und 2 Materialien, das härtere Polypropylen und das weichere, elastische TPE. Außerdem praktisch, der Beißring ist besonders leicht und somit gut für unterwegs geeignet, auch an einer Schnullerkette. Das sagen Eltern, auch wenn in den Kundenbewertungen Uneinigkeit darüber herrscht, für welches Alter der Mumbite und Amp Relax Phase 2 Beißring geeignet ist, wird er im Großen und Ganzen sehr positiv bewertet. Er hat eine gute Haptik, ist hochwertig verarbeitet und durch seine Leichtigkeit super für unterwegs. Viele Eltern befestigen ihn dafür zum Beispiel an einer Schnullerkette. Einige bedauern, dass er etwas hart ist. Für sie wäre der wassergefüllte Mum Cooler New dann die bessere Alternative. Der Dentistar Kühlbeißring ist mit Wasser gefüllt und damit weicher als der Mumbite und Amp Relax Phase 2 Mini Beißring. Wird der Beißstern im Kühlschrank aufbewahrt, hat er danach eine angenehme kühlende Wirkung auf das empfindliche Zahnfleisch des Babys. Dafür wiegt er allerdings auch mehr als doppelt so viel wie der Mumbeißring und darf nicht abgekocht werden. Stören sollte das die Kleinen jedoch nicht. Der Kühlbeißring ist ab 3 Monaten empfohlen und massiert das Zahnfleisch mit 5 verschiedenen Oberflächentexturen. Der Dentistar Kühlbeißring auf einen Blick. Das sagen Eltern, die Zacken der Sterne des Kühlbeißrings reichen bis zu den Backenzähnen und massieren das Zahnfleisch intensiv. Und auch wenn viele Eltern Beißring für 3 Monate alte Babys noch zu groß finden und er wegen der Wasserfüllung nicht abgekocht werden darf, bewerten die meisten Nutzer ihn dennoch als sehr hilfreich für ihr Zahnendeskind. Praktisch ist auch, dass der Beißring im Zweierpack kommt. Im Angel Bliss Beißring Set befinden sich gleich 4 Beißspielzeuge aus lebensmittelechtem Silikon, eine genobte Giraffe, eine Bananenzahnbürste sowie eine Erdbeere und eine Orange am Stiel zum Greifen für die ganz Kleinen. Mit dieser Auswahl gibt der Hersteller an, das Beste von allen Beißringen in einem Set versammelt zu haben. Tatsächlich bietet das Angel Bliss Beißring Set eurem Baby eine bunte Auswahl an Spielzeug, das seine feinmotorischen Fähigkeiten fördert. Im Kühlschrank aufbewahrt,
können die Silikonbeißringe auch dazu dienen, sein schmerzendes Zahnfleisch zu kühlen. Das Angel Bliss Beißring Set auf einen Blick. In über 2000 Kundenrezensionen auf Amazon werden fast ausschließlich 5 Sterne vergeben. Eltern sind begeistert von der bunten Optik und der handlichen Größe der Beißringe und finden sie super für zahnende Babys und Kleinkinder, die nach Herzenslust darauf herumbeißen. Toll ist auch, dass die Beißringe einfach sterilisiert werden können. Bei den Früchten am Stiel empfehlen Eltern, diese den Kleinsten nur unter Aufsicht zu geben, da sie sonst gerne bis zum Anschlag in den Mund gesteckt werden. Auch die Olli und Amp Carol Früchtchen bieten eurem Kind einen optisch schönen Beißring zur Beruhigung, wenn die ersten Zähnchen kommen. Im Vergleich zu den Angel Bliss Beißring Silikonfrüchten besteht die Olli und Amp Carol Beißringkirsche jedoch komplett aus biologisch abbaubarem Naturkautschuk. Wie alle Olli und Amp Carol Produkte ist sie handgemacht, mit Lebensmittelfarbe bemalt und frei von PVC, BPA, Phthalaten und Nitrosaminen. Im Gegensatz zum Angel Bliss und anderen Beißringen in unserem Vergleich hat die Kirsche jedoch eine eher glatte Oberfläche, die das Zahnfleisch nicht mit zusätzlichen Noppen massiert. Der Olli und Amp Carol Beißring auf einen Blick. Der Olli und Amp Carol Beißring richtet sich an Eltern, die ihrem Kind ein möglichst natürliches und umweltfreundliches Produkt als Zahnungshilfe geben möchten. Anders als beim Grünspecht-Beißring, der in der natürlichen braunen Farbe des Kautschuks bleibt, müssen Kinder bei dem Olli und Amp Carol Beißring trotz Natürlichkeit nicht auf ein freches, buntes Design verzichten. Der Beißring ist dafür allerdings auch um einiges teurer als das schlichte Grünspecht-Modell. Ein Silikonbeißring, der aussieht wie ein Oktopus mit Noppen und sich dazu auch noch in einen kleinen Ball verwandeln lässt. Klingt erstmal kurios, erfreut sich unter Babys und Neueltern im englischsprachigen Raum aber immer größerer Beliebtheit. Die Kleinen lieben das kühle, weiche Material des Membella Silikonbeißringes und kauen und saugen sich am liebsten an den massierenden Noppententakeln des Beißrings fest. Das ist eine Erleichterung für alle Stillenden-Mütter, deren Babys gerne nuckeln, aber keine Schnuller mögen. Der Oktopus kann im Vaporisator sterilisiert werden und eignet sich auch zum Spielen in der Badewanne. Die Bewertungen für den Beißring von Membella sind ausschließlich positiv. Begeisterte Eltern berichten von ebenso begeisterten Kindern. Vor allem zahnende Babys, die sonst keine Schnuller oder Fläschchen akzeptieren, können ihr Zahnfleisch an diesem vielseitigen Kauspielzeug gut beruhigen. Halten Sie diese Liste für sinnvoll? Hinterlasse einen Kommentar für uns. Den Produktlink findet ihr in der Videobeschreibung. Denken Sie daran, den Kanal zu mögen und zu abonnieren, um über die neuesten Bewertungen auf dem Laufenden zu bleiben.